Hallo Programmierfreunde, ich bin die Roger und in diesem Video gehen wir ein kleines Login-Programm programmieren. Mit der Code, die man bis jetzt gelernt hatte, muss man einfach ein Programm schreiben können. Und naja, ich hatte das hier programmiert für Sie. Und ich habe das natürlich hier drin geschrieben. Und dann klicke ich natürlich hierauf. Das kann man so sehen, wie man das hatte mit einem Facebook-Page oder einer E-Mail-Adresse. Da muss man ein Login machen. Und dann klicke ich natürlich auf Login. Und dann sagt er hier, Hallo User 2019. Also das sind die richtigen Username und das richtige Passwort natürlich. Aber was passiert, wenn ich das hier tue? Also User 20, das ist nicht das richtige Name. Was passiert? Also dann sagt er mir, You have no account. Also, wir haben keinen Account. Naja, natürlich habe ich einen Account. Ich habe das ja selber geschrieben. Also, dann muss ich einen Account haben. Also, das hier ist das richtige Username. Aber das hier ist nicht das richtige Passwort. Also, dann habe ich noch immer keinen Account. Naja, dann muss ich natürlich das hier machen. Und dann sehen wir, Hallo User 2019. Also, wir haben einen Account. Also, das hier ist unsere Layout. Das ist, sind zwei Label, das sind zwei Textfields und ein Push-Button. Die hier heißt TF Username und die hier heißt TF Password. Das kann man an die linke Seite sehen. Hier sieht man TF Password und TF Username. Das sind Textfields. Und ich habe nur Code hinter unsere Push-Button. Und dann sieht man hier die erste zwei Regeln, das hier. Das sind zwei String-Variablen und ich schreibe einfach direkt, was hier ingeschrieben wird. Das kann auch so in ein Variable geschrieben werden. Also da kann man das einfach deklarieren und da kann man sagen, ist gleich an tfusername.text. Normalerweise schreibe ich das natürlich so, my username ist gleich an tfusername.text. Also so schreibe ich das normal, aber man kann das auch so machen. So, dann löse ich das natürlich. Und dann habe ich hier zwei Konstanten. Und die sind von das Typ String. Und warum String? Naja, man sieht hier natürlich, dass ich hier User habe und ich habe hier 2019, das sind Zahlen. Und das muss man kombinieren natürlich und dann braucht man ein String. Wenn ich hier zum Beispiel ein Integer schreibe, also so, dann läuft das Programm nicht. Voilà. Das ist ein Error. Die hier ist ein String. Dann muss ich das so tun. Ich werde das mal kurz zeigen. So. Aber dann gibt er noch ein Error und das ist natürlich hier, hier, Username, das hier. Die kann man nicht vergleichen, das ist ein String und das ist ein Integer. Die kann man nicht vergleichen, das geht nicht. Da muss man etwas anderes machen natürlich, aber das werde ich jetzt nicht tun. So. Und alles klappt wieder. Man sieht, voilà, das funktioniert wieder. Also das sind zwei, das hier ist ein Variable so, aber ich habe das hier hintergeschrieben, dann wird die Variable ein Konstante. Also das sind zwei Konstanten. Die kann man auch nicht ändern hier in das Programm, das geht nicht. Und dann brauchte ich natürlich ein If-Statement. Warum? Ich muss die erste muss ich vergleichen und die zweite, das Passwort, muss ich auch einmal vergleichen. Und dann sagte ich, if my username, das ist die Name meiner Variable, ist gleich an real username, also das ist die Konstante, das ist das hier, heißt so viel, ist gleich an. Und das hier ist das englische Wort für und. My password ist gleich an real password. Also beide mussten wahr sein. Wenn ein dieser nicht wahr ist, wird er das niemals zeigen. Niemals. Dann wird er immer das hier zeigen. Und dann sagt er, hier
sagt er, my username ist gleich ein real username und my password ist gleich ein real password, denn, naja, dann sind beide Expressions wahr. Und dann zeigt er das hier. Das ist eigentlich alles, was dazu gibt. Und naja, man kann so ein einfaches Programm programmieren. Man kann natürlich auch andere Sachen programmieren. Aber das war nur ein kleines Programm. Und ich dachte, naja, warum nicht? Also, hoffentlich treffen wir uns in dem nächsten Video.